Hallo zusammen, ich habe hier unsere B56S, eine 56 Liter Kühlbox mit einem Gefrierfach, eine massive Deckeldichtung und sehr eine gute Isolation. Und diese Box war Energieklasse A++. Und das ist sie jetzt nicht mehr, weil wir haben das neue Energielabel gesetzt, mache ich ein anderes Video drüber und das können wir entsorgen. Wir kriegen ein neues Energielabel und das ist das Label hier, kein Label mehr. Die Box ist nach Artikel 1 Absatz 2c ein mobiles Kühlgerät. Punkt. Kommen noch andere Sachen, aber das ist egal. Wir haben hier, den Katalog verlinke ich euch unten drin, einen Energieverbrauch bei uns im Katalog bei 5 Grad innen, 25 Grad außen von 142 Watt. Und jetzt habe ich ein Mail bekommen von einem Kunden, der hat sich so eine Box gekauft. Wir nennen ihn jetzt mal Ken. Und er hat geschrieben, dass er über 5 Tage den Strom gebraucht hat und er hat 14 Amperestunden pro Tag gebraucht. Das sind jetzt also 168 Watt. Er hat mir auch hier die Grafik seiner Batterie mitgelegt, wo er den Strom misst. Und er schreibt aber, er hätte die Box bei 25 Grad laufen lassen und bei 3 Grad innen. Unsere Werte sind bei 5 Grad innen, weil 5 Grad ist die Norm für Lebensmittel. Und das geben auch andere Hersteller an und es ist eigentlich die vernünftigste Lösung, die Innentemperatur zu messen. Wenn ich jetzt abschweife, beim neuen Label wird gemessen bei plus 16 Grad und 5 Grad innen. Und wir messen bei 25 Grad außen, das ist eine gute Sommertemperatur. Wir geben an 142 Watt pro Tag. Und Ken hat gemessen 168 Watt. Er ist also wesentlich höher. Oder wesentlich in Anführungszeichen. Wenn wir jetzt rechnen, dass Ken natürlich bei 3 Grad gemessen hat und nicht bei 5 Grad, dann sind das etwa 10% tiefer. Durch das hätte ich vielleicht 10% mehr Stromverbrauch. Man kann es nicht ganz so rechnen, aber wenn ich von den 142 Watt dann 10% dazu rechne, dann bin ich sage und schreibe bei 160 Watt, dann sind wir mit 8 Watt Stromverbrauch im Tag nicht mehr weit weg, was wir messen im Testraum und was Ken gemessen hat in seiner Kühlbox. Das zum Stromverbrauch und was Ken nachgemessen hat. Und wenn ihr solche Messungen macht, sendet sie mir, ich bringe sie hier in einem Video, das ist ganz klar. Aber kommen wir weiter zurück zu dieser Kühlbox. Wir haben drei viereigige Modelle. Eine, die ist noch ein bisschen tiefer, das stelle ich im anderen Video vor. Und diese Box hier, wir schauen sie mal von innen her an. So sieht die Box von oben aus. Ich habe hier zwei Körbe. Ich habe hier einen kleinen Korb, hier kann ich auch ein 5 Liter Bierfass reinlegen, das reicht, das gibt es irgendwo ein anderes Video von mir. Wir haben hier eine sehr dicke Isolation, durch das ist die Box auch wuchtig und natürlich auch sehr energiesparend. Und hier haben wir nicht nur eine Moosgummidichtung, sondern eine richtige Dichtung, wie von einem Kühlschrank oder von Tiefkühltruhe. Und durch das haben wir auch diese geringe Stromverbräuche. Hier auf der Seite haben wir massive Griffe dran. Das Gehäuse ist aus Chromstahl.
Von der Bedienung mache ich euch ein anderes Video. Hier sehen wir auch die technischen Daten, obwohl ihr die natürlich auch sonst anschauen könnt. Ihr könnt das jetzt kurz stoppen und durchlesen. Ja, das ist unsere sehr bewährte Kühlbox. Energiesparend, läuft auf 230 Volt und auf 12 Volt. Temperaturbereich von plus 18 bis minus, von plus 10 bis minus 18 Grad. Wer tiefer will, wir haben die gleiche Box als Tiefkühlbox, die geht dann runter bis minus 25, geht auch runter bis minus 35, aber bei 50 Grad außen, also ein Außendienstmitarbeiter, der Tiefkühlware transportieren will, hat die Tiefkühlversion, geht bei plus 50 noch unter minus 20 Grad. Wir haben auch die gleiche Box, die geht bis minus 60 und bis minus 80, aber da wird dann das Volumen reduziert. Also eine sehr leistungsfähige Box, nur diese Boxen mit mehr Leistung, die kosten dann ein bisschen mehr. Okay, kann man leben drüber. Ja, das ist unsere sehr bewährte Box. Ich verlinke euch hier oben das Video von der gleichen Box, wo das Bierfässchen reingeht, dann die 46, die bisschen kleinere, und hier die 81er, die noch ein bisschen größer ist. Und ich wünsche euch hiermit einen schönen Tag.